Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, beim letzten Mal haben wir fast 860 Wissenschaftspunkte gemacht, was hilarious einfach ist. Und dieses Mal holen wir uns noch den schönen Rest. Also beziehungsweise holen uns die Belohnung. Mit dem ich anfangen würde, dass wir die fortschrittliche Struktur hier machen würden. Denn hier haben wir einen Docking Pog Active und Passive. Und dann haben wir hier noch die ganzen Nose Cones, die ganzen aerodynamischen Schutzmäntel und genauso wie Pressurized Crew Tubs und alles, mit dem wir unsere erste Space Station rein theoretisch anfangen könnten. Das holen wir uns auf jeden Fall schon mal. Dann können wir uns hier mal natürlich anschauen, was gibt es denn hier noch. Hier gibt es die Extensible Crew Tub. Jetzt nicht so was Interessantes. Was ist das hier? Wir haben ja genug Punkte, das ist ja halt der Wahnsinn eigentlich hier, ne? Was ist das hier? Modular Grid Adapter. Das ist ein Clampertron größerer. Auch nicht interessant. Uninteressant, was ist das? Ein Teleskop Clamping von Docking Module. So, das nehmen wir auch noch. Und dann würde ich sagen, holen wir noch mindestens die größeren Tanks. Das ist nuklear. Größte Sodan-Module wären eigentlich für größere Missionen mit Robotern ganz schlau. Kostet mich 300, dann könnte ich noch die Wiederaufbereitung eigentlich einkaufen, ne? Luftfilter, was ist das hier? Damit könnten wir, damit können wir Sauerstoff direkt einfach lagern, ne? Treibstoffbehälter. Da kann man solche modularen Teile einbauen. Auch nicht schlecht. Eine RCS-Antenne. Was sind das? Weitere Antennenarten? Hört sich natürlich auch interessant an, ne? Da gibt es den kleinen Clampertron Junior. Den Admonitor. Ach, das ist der Monitor-Teil hier. Und natürlich Micro-Gain-Antennas noch. Aber eigentlich müssten wir für mehr Missionen jetzt Richtung Minmus zum Beispiel zur Forschung eher sowas wie die Abfallcontainer und sowas werden. Wir nehmen das jetzt hier und die größeren. Was sind das denn, die Logistik? Holy shit, da kriegst du viele Sachen. Was ist das hier? Fortgeschrittene Logistik. Logistik-Module. Hier hinten gibt es nichts mehr. Was ist das? Einmal nochmal durchschauen, ob es hier was Interessanteres gibt. Das ist Planetaris Zentralhub. Kreuzungen, Bohrer, eine Zentrifuge und ein Mercury Institute Zentrifuge. Das hört sich natürlich auch gut an alles, ne? Das sind solche Speicherkapazitäten für größere Bases, jetzt zum Beispiel Weltall, was wir bestimmt bauen werden. Gewächshaus könnte. Oh, ho, ho, ho. Kapazität 2, Lebensraum ist 18 Quadratmeter. Was haben wir denn hier? Erforderliche Ressourcen, Ammonian, Water und Kohlendioxid, erzeugt aber Oxygen. Bedeutet, ist es eine dauerhafte Luftversorgung oder eine bessere Einstellung? Scrubber, Non-Pressured Control, Grundlagen des Ingenieurs wegen. Also ist das natürlich auch interessant, Gewächshauscontainer. Was ist denn da drin? Ammoniak, Kohlendioxid, Abfall und Wasser. Aber Kohlendioxid musst du ja nicht mitnehmen eigentlich, weil du willst ja nur Luft nachproduzieren, wenn du wieder Sauerstoff brauchst. Also musst du einen genügend großen Punkt haben. Was ist das? Wahrscheinlich ein kleineres Gewächshaus. Aber, das ist Elektronik. Volle Wucht. Communatron für Bodenkontrollen. Yes. Life Support Chemical Plant Sort Upgrade. Bitte was? Komplizierter das. Seismischer Beschleunigungsmesser. Datengrößen 200 MB. Datenrate dauert 60. Wäre auch interessant. Es ist alles interessant hier. Hier ein Docking Port Medium.
Hier gibt's größere Antennen, Wetteranalysesysteme, Kommutrons. Ha, es gibt so viel zum Erforschen. Okay, wir nehmen das. Was gibt's denn danach? Größere Batteriebanken, Brennstoffgruppen. Oh. Zukunftsweisende Solartechnik. Oh, das wird eine schöne Zukunft, Jungs. Da gibt es die schweren Landemodule. Sowas ist natürlich wieder ein praktisch. Das ist nur was? Das ist cool. Damit könntest du richtig gut sowas wie Missionen machen für Personen. Also wenn du Karriere spielst. Was ich aktuell tue, privat mit Freunden auf einem Server. Aber das ist sowas praktisch, wenn du zum Beispiel jetzt für drei Personen Richtung Mann fliegen sollst, nimmst du einen Piloten, die drei Touristen und machst denselben Flug mit einem Schlag. Und kriegst natürlich mehr Geld für weniger Flüge. Weil so ein Flug kostet mich immer. Also ich mache bei einer Rendite, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Kunden, der zahlt, oder einen Touristen, der 120.000 zahlt, kostet mich meine Rakete aktuell 50.000 bis 60.000. Ich krieg ungefähr 10.000 zurück von der Rakete. Also macht die Hälfte verbrauche ich mindestens für meine Raketenteil, was natürlich auch wieder scheiße ist, ne? Aber okay, jetzt gehen wir hier rein. Oh, ausprobieren, was wir alles haben. Gucken. Vor allem die ganzen Docking Ports, den passiv und aktiv, habe ich noch nie getestet. Eigentlich können wir da mal einen Testflug in den Weltall machen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist der passive Teil. Das schaut irgendwie realistisch aus. Das ist der aktive Teil. Und wenn es nicht richtig allein ist, gibt es eh schon wieder Ärger. Ah, das schaut auch cool aus. Das muss man schon lassen. Das ist schon eine geile Sache. Die Triebwerksplatten haben wir und den Telescopic. Ach, guck mal. Für eine Base praktisch kannst du einfahren. Classic Rare Bear Insulated. Kann ich da einen normalen Klemperton draufpacken? Passt der von der Größe? Deploy. Von der Größe her schaut der passend aus. Bedeutet, du könntest das echt irgendwo dran bauen, wo du sagst, okay, das muss ausgefahren werden. Das ist eine coole Sache hier. Nein, scheiße, ich bin schon wieder rausgetappt. Ah! Wo bin ich jetzt drin? Ach, Fast and Light und so Zeugs, ne? Jetzt haben wir die großen Tanks. Oh, Baby. Große Tanks, ich liebe sie. Ich bin ja dafür, dass wir einmal versuchen, oben den passiven Docking-Pod zu machen. Ich will den ausschalten. Haben wir noch irgendwas? Warte, wir nehmen jetzt mal irgendwo so einen. Nehmen wir mal das hier. Das ist so aktuell mein Lieblingsmodul. Schlau wäre ja eigentlich das MK3-Modul, weil ich glaube, da drauf passt auch unsere. Ah, fuck, das ist jetzt wieder deaktiv, ne? Darauf müsste unser Docking-Port jetzt zum Beispiel auch passen. Genau. Der passt hier drauf und könnte man deployen. Easy. Bedeutet, der standardmäßige passt hier auch drauf. Metal und Insulator. Der schaut passend aus. Und dann hast du hier sozusagen deinen Docking Port. Und passt da auch jetzt zum Beispiel so. Hört die bescheuert an, geht der Passive da auch drauf. Also Passive ist echt was eher, wenn du so größere Station-Teile wahrscheinlich zusammenbauen willst. Weil das ist schon massiv. The Separatron. An der passt jetzt zum Beispiel auf so ein standardmäßiges Schiff sehr gut drauf. Was haben wir noch? Ah, genau, wir haben mehr unsere Ladungssicherung hier jetzt irgendwo. Jetzt muss ich nur finden, wo das ist. Containers. Nicht unter Containers? Das hätte ich jetzt echt erwartet. Kerbal Attachment. EVA Inventar. Und was findet man das jetzt so am einfachsten wahrscheinlich hier, oder? Man findet fast alles hier. Inline-Luftschleuse. Eine Luftschleuse, auf die alle Kerbals gewartet haben. Man kann jetzt beide Seiten ein- und aussteigen.
Ah, eine Seite. Aha. Hat sogar Lebensraum, was? Ein Recycler Inline-Luftschleuse. Das ist eine Endluftschleuse, wo du von hinten ein. Ah, das ist für Bodenlandepunkte, wo du sagst, du baust eine längere Base oder sowas. Das ist so ein Recycling-Bin, wo du jetzt deine Raketenteile reinhaust und so zeigst. Das ist eine K&K-Werkstatt, auch für Boden wieder gedacht. Ein Metallerzbohrer. Entfalten, wie viel... Ah, du drehst dich runter und faltest dich dann aus. Okay. Schmelzofen für den Boden. Wir müssen jetzt dann eh mal überlegen. Das ist so ein Baupunkt. Ich finde es interessant, dass er 3000 Mal meine Flagge drauf legt. Das ist ein Landing-Pad. Zum Landen. Ich frage mich, wer da drauf landen will. Aber wir haben immer noch nicht eigentlich das gefunden, was ich gesucht habe. Wo ist das denn? Ach, guck mal, eine Antenne. Oha. Okay. Was kann denn die Aperture Radar Instrument, which uses more power to operate at large swarms and from higher altitudes, effectively capture high resolution evaluation data from medium orbits, but is restricted to a very narrow range of operation. Uses a large amount of power and function in lit and until situations. Wenn wir jetzt sehen, wie hoch darf es maximal arbeiten? Minimum 5000 Kilometer, ideal sind 7000. Requires Daylight X, Sichtwinkel 3 Grad. Also es arbeitet jetzt nicht so breit, das arbeitet noch weniger breit. Aber vielleicht sollten wir sowas mal in den Orbit schießen, was haltet ihr davon? Das ist auch ein, so eine Antenne. Ist dasselbe eigentlich nur in einer anderen Variante, oder? Was ist denn das? Provides a state-of-the-art compact particle accelerator useful for generating quarks as well as heating up snacks. Quarks are useful for completing many experiences. Completing many experiences? But make sure you can generate enough to keep up the decay rates. Hä? Holy shit, Amoroni! Was denn das für ein Teil? Huh? Retrograde Quarks. Retrograde Quarks are somewhat unstable, so your dizzy Zulkron, das da, will have to be operating at near full capacity to reach the 50 you need. Once you have all 50, they will form into a stable configuration and your researchers in your lab can get to work. Note, don't attach directly to your station unless you intend to return. Was? Was, hä? Once you have all 50, they will form into a stable work configuration and your researchers in your lab can get to work. Note, don't attach directly to your station unless you intend to return it to the surface. What? Warum darf ich das jetzt nicht direkt verbinden? Passiert da was Böses? Also muss ich zwei nebeneinander in Ruhe fliegenden Stations bauen oder eine Bodenstation, wo ich das hinschicke? Hä? Was ist da der Sinn hinter? Aber auf dem Mann würde das gehen. Da könnte ich sozusagen eine Remote Control Cyclotron Station bauen und am Boden baue ich die Station, wo ich Ressourcen abbaue. Was ist denn das? Ein Spektrometer. This device bombards your scientific results with quarks.
producing a highly detailed analysis suitable for transmission. After analyzing, you can transmit the data back home for 90% value relative to returning it and recovering it. Ooh. Okay, also Plan wäre, ein Radarantenne mal hochzuschicken und damit neue Sachen zu bauen. Würde wir tun, das mal außer Kraft setzen und setzen das eine Landebuchse. Ne, die hätte ich jetzt nicht gerne. Ich hätte jetzt gerne einen Roboter. Landebuchse MK2. Ein Station Call hätten wir auch schon mittlerweile. So. Aber wir bauen jetzt ein. Was fliegt denn hier schon wieder ein komisches rum? Hallo, du bist gerade im Video. Könnt ihr bitte weggehen? Ich nehme ein Video. Achso, mein Fenster ist offen. Ups. Weg da. Was wir machen können, wäre jetzt schon mal hier ein Stecker. Oder erstmal hier so eine. Haben wir hier so. Ja, wir nehmen jetzt mal eine größere Battery Bank, weil 2800 gleich sollte dann hoffentlich reichen. Das Ding kriegt auf jeden Fall Großes, weil es ist ja immerhin für einen Scan gedacht. Bedeutet, operativ sollte das gut arbeiten können. Haben wir Xenongas schon? Ich glaube nicht. Könnt ihr mal bitte wegfliegen? Junge, ihr nervt's. Aber wir haben kleine Düsen, ne? So eine kleine Funke wird hier zum Beispiel drunter passen. Das wäre vielleicht eine Idee. Das wäre vielleicht echt eine Idee. Ja. Das ist vielleicht auch. Ein bisschen übertrieben vielleicht für so eine Rakete. Aber schauen uns mal an, wie das ausschaut. Wir wollen. Ich sag euch, die Dinge sind nervig. Was kleiner. Da ist ja nur Flüssigtreibstoff drin, das ist uncool. Oh, ich schieb ein bisschen groß. Auch ein bisschen groß. Klein, Leute. Was verstehen denn die unter klein? Dich gibt's auch nicht so wie erhofft. Kommt irgendwas Kleines werden wir doch haben, oder? Ah, da haben wir das. Das ist jetzt aber genau, beides perfekt. Da kann ich jetzt notfalls sogar andere Sachen noch reintun, also von daher. Wenn ich jetzt dich da unten anhänge, mein Freund. 1200 Meter pro Sekunde. Wie viel machst du? Wahrscheinlich dasselbe, oder? Ne, 200. Okay. Dann kriegst du dich unten dran. Und das ist die Atmosphäre, weil das Vakuum ist 1500, okay. Du kommst hier unten dran, dann kriegst du zwei große Solarpaneele dran gepackt. Das Radar, was zum Abscannen der wissenschaftlichen Sachen ist, wo ist es denn? Da. So nochmal extenden und simulieren. Das müsste passen, wenn wir die extenden. Natürlich sollen die 15 Jahre halten, so. Dann sollten wir uns nicht in die Quere kommen. Nope. Schaut auf jeden Fall gut aus. Wir setzen dich noch ein bisschen höher. Euch tun wir wieder einfahren. Dann brauchen wir natürlich noch eine Satellitenschüssel. Damit wir die Daten übertragen können. Was haben wir denn da aktuell Schönes? Ich glaube nicht so wirklich Praktisches, aber wir können wieder das Typische anbringen. Das typical System für unsere Zeit aktuell. Zack, das hier. Und dann hätten wir eh schon wieder unser Raketchen fertig. Es gibt gleich noch eine kleine Nosecone, wenn ich sowas ähnliches finde. Sowas hier. Schon irgendwie scheiße uns irgendwas passenderes drauf. Das ist jetzt auch nicht wirklich passend. Haben wir ja nicht irgendwie was. Oh, hoch. Oh, oh. Groß.
das Truckfin. Oh, kleine, dünne Fiederchen. Ah, guck mal, das ist doch eher was, sowas Flaches. Das ist jetzt unser neues Raketchen. So. Das wird hochgeschickt. Und wird jetzt fein verpackt. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr lasst, unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.